Moin Moin den Landratten, was geht ab? Zink am Stahl mit einem neuen Video. Heute geht es um die GoPro-Ausrüstung und bleibt bis zum Ende dran, denn das Ganze wird von Zuki unterstützt und ihr könnt auch dieses Set, was ich euch gleich vorstellen werde, gewinnen. Also bleibt bis zum Ende dran. Und warum ich mich jetzt vor der Kamera zeige, ist auch total ungewohnt für mich und ja, schon ein bisschen anders. Ich habe im letzten Video in den Kommentaren gelesen, dass ihr es schade findet, obwohl ich mich jetzt gezeigt habe, mich in den neuesten Videos nicht zeige. Deswegen stehe ich jetzt vor der Kamera, obwohl ich euch ein Produkt vorstellen will. Wir sehen uns gleich. Herzlich willkommen zurück, Freunde. An meinem Tisch, steinigt mich nicht, ich mache so ein Product Review, Produktvorstellung zum ersten Mal, also ruhig. Ich habe das Ganze vor sehr langer Zeit mal bestellt, kam so ein Paket an, wird der oder die Gewinnerin auch bekommen und da ist reichlich Zubehör für GoPro mit drin. Vielleicht erzähle ich euch mal ganz kurz, wie es dazu kam, dass mich die Firma bei dieser ganzen Aktion unterstützt. Ich habe bei ihr angefragt, meinte, Leute, ich möchte ein Gewinnspiel machen. Seid ihr dazu bereit, mir ein Produkt zur Verfügung zu stellen? Und die haben sich sofort dafür bereit erklärt. Das Coole ist, dieses Produkt nutze ich und andere Motovlogger aktiv. Und das könnt ihr gewinnen. Also, da ist reichlich an Zubehör drin. Das Ganze gehen wir jetzt Step by Step durch. Auf jeden Fall kommt ein so ein Beutelchen. Mit, voila, ihr seht es, die ganzen Halterungen, die Gegenstücke zeige ich euch gleich. Das finde ich ganz cool, gerade fürs Motorradfahren. Das ist schon fest, hier könnt ihr die Schrauben noch anziehen. Das ist jetzt für meinen Helm eingestellt. Da könnt ihr die Schrauben nochmal nachziehen und das Ganze bleibt dann so verankert und ist auch wirklich stabil. Sind 1, 2, 3, 4 Stück dabei plus das 5. Die erkläre ich euch gleich. Und die Gegenstücke dazu sind hier. Also Klebepads von 3M, sprich die guten. Habt ihr genug? Und das sind die Gegenstücke dafür, die ihr euch am Helm oder Motorrad oder sonst wo festmacht. Die werden ja hier GoPro-typisch festgeklippt, sind kompatibel mit allen GoPros und habt halt wie gesagt nur Klebepads dazu und Gelenke, hier zwei, da kommen noch mehr Gelenke, also Gelenke habt ihr auch mehr als genug. Dann diese Sicherung, die ich noch nie in meinem Leben genutzt habe, auch mit in zweifacher Ausführung, ich will nicht Ersatzteil sagen, weil wenn ihr die jetzt an euer Helm habt und ihr habt einen Zweithelm zum Beispiel, dann könnt ihr die dauerhaft dran lassen und müsst ihr nicht jedes Mal abnehmen, wenn ihr euer Helm wechselt. Das. Dann. Hier. Selfie Stick. Wer kennt es nicht? Die ganze Welt läuft mit sowas rum. Dazu gibt es noch dieses schöne Stück dazu. Na, wo ist es denn? Hier, das wird einfach oben draufgeschraubt und dann habt ihr, also hier ist so ein Gewinde für wie beim Stativ und dann macht ihr da die GoPro fest und dann könnt ihr halt das Ganze mit einem Selfie Stick nutzen. Ganz praktisch finde ich, habe ich auch oft genutzt, sei es nur als Selfie Stick oder als Halterung, um die Kamera festzuhalten für die Vlogs. Auch was sehr wichtig ist, für die Gelenke sind diese Schrauben. Die kommen ja bekanntermaßen hier rein, zack, und das Ganze ist fest verschraubt. Was ich auch schon genutzt habe, so ein Armband. Da klippt ihr die GoPro wieder rein, macht die fest. Entweder mit einem Gehäuse oder mit einem Rahmen. Im Heidepark genutzt, durfte aber halt nicht filmen und musste sie jedes Mal abgeben, hat nicht geklappt.
womit ich zum Beispiel meine Vorstellung gemacht habe über meine Klamotten, Motorradklamotten. Dafür habe ich, so komme ich nicht darum jetzt, dafür habe ich das schöne Teil verwendet. Es wird immer Kopf gezogen, ist ein Brustgurt. Und dann kommt hier so eine Halterung rein. Nehmen wir jetzt einfach die. Zack. Und dann die GoPro. Dann habt ihr alles auf der Höhe. Damit habe ich auch einen Vlog mit einem Kettenfahrzeug gedreht, wo der Harz Rider Blackout mich besucht hatte. Das wurde halt damit gemacht. Also damit gefilmt. Perfekt. Ein Must-Have für First-Person-Views ist so ein Stirnband-Kopfgurt. Sagt es, wie es möchte. Wieder selbes Prinzip, hier ist es fest. Nehmt ihr euch die GoPro und dann halt so eine Schraube, zack, festgeschraubt, hält das Ding bombenfest und ihr habt immer die perfekte Sicht. Was auch derbegeil ist, was ich noch nicht ausprobiert habe, was aber definitiv im Urlaub kommen wird. Hier noch eins. Das schicke Ding mit einer Handschlaufe. Dieses schicke Teil, weil wieso? Wenn die GoPro hier drauf ist, könnt ihr damit unten beim wasserfesten Häuser, könnt ihr damit ins Wasser. Ihr lässt die GoPro einfach los und das Ganze nimmt dann von hier unten quasi, wenn jetzt Wasserpegel hier ist, nimmt es unter Wasser euch auf. Sprich, ihr könnt die einfach irgendwo lassen und schwimmen und das Ganze nimmt euch dann auf, Leute. Richtig geil gemacht, dieses Teil, und auch als Griff dann auch zu nutzen. Gut gemacht. Was ich leider nicht hier habe, ist eine Halterung fürs Auto. Das blende ich euch jetzt hier mal ein. Warum ich es nicht hier habe, ist aus dem einfachen Grund, die mich auf Instagram verfolgen, haben sicherlich gesehen, dass ich in Maserati unterwegs war, als mein Cousin geheiratet hat. Wir heiratet haben, waren wir gebloggt und da habe ich das genutzt. Und als wir den Leihwagen zurückgegeben haben, ist das leider da liegen geblieben. Kommen wir aber mal zu dem Produkt selber. Könnt ihr euch an der Windschutzscheibe oder an der Karosserie festmachen, dann die GoPro dran und könnt damit außen sowie Innenaufnahmen machen. Sehr, sehr praktisch. So Leute, das soll es gewesen sein. Wie ihr all dieses hier gewinnen könnt, ihr geht auf Facebook, liked meine Seite und liked das Bild hier, was ich jetzt hier einblende. Dieses Bild müsst ihr liken, müsst mich halt abonniert haben auf YouTube, auf Facebook, am besten noch auf Instagram. Danke für den Support. Und müsst das Bild halt liken. Und ich werde nach einem Zufallsprinzip jemanden dort raussuchen und der oder die bekommt das Set dazu geschickt, direkt vom Hersteller Suki, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Zum Beuten gibt es auch dazu, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Könnt ihr halt euer Equipment reinpacken und könnt dann losziehen. Ich werde das Ganze festhalten, wie ich den oder die glückliche Gewinnerin auslosen werde. Werden wir dann zusammen sehen, Leute. So, Freunde, kommen wir jetzt zum schönen Teil des Videos. Und zwar, wie ihr dieses Set von Suki gewinnen könnt. Und zwar ganz einfach, ihr geht auf Facebook, liked meine Facebook-Seite, liked genau dieses Bild, was ich jetzt hier einblende. Eine Woche wird das Ganze gehen. Und bittet eure Freunde, euren Kommentar zu liken. Wer die meisten Likes hat auf seinen Kommentar, bekommt dieses Set. Also werdet jetzt aktiv, geht auf Facebook, liked dieses Bild. Ladet eure Freunde dazu ein, euer Kommentar zu liken und wer die meisten Likes hat, bekommt dann dieses Set von Suki zugeschickt. Vielen Dank Leute fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Bock habt, dass ich mehr solche Videos mache, wo ihr am Ende was gewinnt habt, also ein Gewinnspiel, dann liked das Ganze, gebt mir einen Daumen hoch als Feedback, dass ich dann weiß, woran ich bin. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auf dem Channel wird jetzt viel mehr Vielfalt kommen. Ich werde von da bis hin was machen und ich hoffe, ihr könnt diese Fresse noch länger ertragen. In dem Sinne, liebe Freunde, auf Wiedersehen!